Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und heute geht es um Vera in Wien. Sie ist mit der Sendung Vera am Mittag sehr erfolgreich geworden. Mitte der 90er ging es los. Die lief auch über 10 Jahre recht erfolgreich im Fernsehen. Und ich muss zugeben, ich habe das auch ab und zu geguckt. Und das war natürlich sehr trashig, aber auch durchaus hier und da unterhaltsam. Auch Schwiegertochter gesucht habe ich häufig geguckt. Das war ja ein anderes Format, was sie auch sehr erfolgreich jetzt schon seit Jahren macht, wo es jetzt auch wieder eine neue Staffel gibt und wo man sich auch fragen musste, Mensch, was machen die da mit den Leuten? Und die ganzen Sendungen waren schon zum Teil sehr kritisch zu beäugen und sie hat das ja auch zum Teil mitproduziert und ist ja auch sehr erfolgreich im Fernsehen, das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Aber was sie dort teilweise auch mit den Leuten wohlwissend gemacht hat, finde ich schwierig, denn sie gehört nun mal als Gesicht der Sendung als Moderation auch dazu. Und da sollte man auch so ein bisschen drüber nachdenken, ob man vielleicht den Leuten eher schadet oder ob man denen jetzt wirklich hilft, indem man die dort vollkommen ins Lächerliche zielt. Denn bei den Talkshows war das ja zum Teil schon so, dass die vollkommen ins Lächerliche gezogen wurden, aber später dann auch dann bei Schwiegertochter gesucht waren es auch Leute, die es vielleicht gar nicht besser wussten. Vielleicht auch Leute, die es schon schwer genug haben im wirklichen Leben, auch den richtigen Partner zu finden. Und dann solche Leute noch fortzuführen, ja, zur Belustigung von uns allen, ist schwierig. Sicherlich, wir haben alle vielleicht über Beate und Co. auch mal gelacht, aber am Ende ist es dann schon ziemlich traurig, dass die Leute da so vorgeführt wurden. Und das wurde ja teilweise aus der Person, die schon schrill genug war, dann noch eine viel schrillere Person gemacht. Das hat ja auch Böhmermann sehr gut aufgezeigt. Ihr könnt euch vielleicht noch an den Skandal erinnern, wo es auch darum ging, dass sie zwei Schauspieler in die Show eingeschleust haben. Und da war auch dann die Fürsorgepflicht überhaupt nicht vorhanden von RTL. Es war dann so, dass dann dort der Vater schwerer Alkoholiker war und das auch so offen angegeben hat, dass er bis zu 10 Bier am Tag trinkt, täglich wohlgemerkt, und das dann trotzdem kein Problem für RTL war. Und da wurde dann einfach Nein angekreuzt, ob er Alkoholiker ist, obwohl 10 Bier am Tag sehr grenzwertig sind. Also solltet ihr 10 Bier am Tag trinken, geht lieber zum Arzt. Ja, also mal ist das vielleicht vollkommen in Ordnung, ja, bei einer Superparty, aber täglich ist das schon too much, ja, und auch so 10 Bier, also alleine 10 halbe Liter, ne? Also das ist von, allein von der Flüssigkeit schon sehr viel über so einen Tag hinweg und ja, wenn man dann noch andere Sachen trinkt, nun gut. Aber wollen wir das jetzt gar nicht großartig zum Thema machen, ich wollte eigentlich noch auf was anderes hinaus. Ich habe das Video von Massengeschmack TV gesehen und ich fand das sehr krass, denn im Zuge der ganzen Ereignisse von auch Icke Hüftgold und Imago TV sind wir da nochmal auf andere Sachen gekommen. Also durch das Video bin ich darauf aufmerksam geworden und Imago TV hat auch mal ein anderes Format mit Vera in Wien auch produziert. Und wie das hieß, das werde ich euch jetzt hier mal kurz zeigen. Komischerweise gab es auch 2011 schon mal eine Show, auch von Imago TV produziert im Übrigen, die auch von Vera in Wien moderiert wurde, die hieß Mietbrellern auf der Spur. Und das war eine Doku-Soap, die sehr grenzwertig auch war und auch von der Bild damals sehr angeprangert wurde. Denn die hatten die Originalaufnahmen, die ganz anders bei RTL ausgestrahlt wurden. Und die haben das mal an einem Stück gezeigt, dass der Junge, der dort auch geistig eingeschränkt war, also der eine geistige Behinderung wohl hatte, nach meinen Informationen, verfolgt wurde in die Wohnung und auf offener Straße abgefangen wurde und alles gegen seinen Willen dann gefilmt wurde. Also die Leute kamen einfach in die Wohnung reingeplatzt, haben dort gefilmt und haben das dann einfach so hingestellt, als wäre er damit einverstanden gewesen. Das war aber von vornherein klar, dass er das gar nicht wollte, wenn man die ganze Aufnahme gesehen hat. Und das möchte ich euch jetzt von Massengeschmack TV, ich hoffe, die sind cool damit, hier mal kurz zeigen. Und diese Aufnahme, und schaut unbedingt auch bei dem mal vorbei, ich finde, die machen sehr guten Content und haben noch mehr Abos verdient. Ich finde, die machen auch sehr kritischen Content, gerade auch so zu solchen Fernsehthemen, und das lohnt sich auf jeden Fall, dort auch vorbeizuschauen. Aber seht erstmal rein, was bei RTL damals so gezeigt wurde und was bei Bild dann als ganze Aufnahme bei rauskam. Zu jedem Ding, da höre ich mir jede Kritik an. Und wenn man sagt, Mensch, das war aber vielleicht nicht gut. Du hast manchmal den Fuß in die Tür gesetzt und bist rhetorisch stark und die Leute kamen da gar nicht raus und dies und jenes. Das kann man mir vorwerfen. Aber das, was in der Bildzeitung als Schlagzeile, das ist ja nie passiert.
Also halten wir das mal fest. Vera in Wien behauptet hier wirklich kackdreist, die Bild habe damals das Material verfälscht und nicht sie mit ihrer Redaktion. Das ist an Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten. Aber zum Glück vergisst das Netz ja nicht. Also schauen wir uns das Video der Bild doch noch einmal gemeinsam an. Vera in Veens Reality-Doku Mietprellern auf der Spur. Bild berichtete bereits über die dubiosen Praktiken der Produktionsfirma Imago TV. Das Unternehmen bestreitet, an der Wahrheit herumzudrehen. Doch jetzt liegen Bild die Beweise vor, wie in der Sendung Mietprellern auf der Spur geschummelt wird. Wir zeigen Ihnen jetzt Szenen aus der RTL-Sendung vom 4. Juli. Im Bild sehen wir Roy. Der 17-Jährige geht auf eine Schule für geistig Behinderte in Sachsen-Anhalt. Er lebt gemeinsam mit seinem Bruder und seiner Mutter in einer Mietwohnung. Vera will die Familie zur Rede stellen, weil sie ihre alte Wohnung vermüllt haben soll. Das ist die Szene des ersten Zusammentreffens von Vera und Roy, wie sie auf RTL gesendet wurde. Plötzlich taucht Jennifers Bruder Roy mit einem Freund auf. Die 19-Jährige ist jetzt nicht mehr zu halten. Kann ich mal die Wohnung sehen? Die Jenny und ich, wir möchten gerne in die Wohnung. Sollst du mal die Wohnung sehen, wie die Mutter lebt bei euch, Roy? War das ein Ja oder war das ein Nein? Zusammengefasst, Roy ist scheinbar damit einverstanden, dass Veras Kamerateam in der Wohnung filmen darf. Jetzt zeigen wir Ihnen das Rohmaterial der Produktionsfirma, das Bild vorliegt. Kann ich mal die Wohnung sehen? Komm. Roy? Ja, Roy. Kann ich mitkommen? Was sagst du? Du musst was abholen. Aber die Kamera bleibt draußen. Die Kamera bleibt draußen, aber die Jenny und ich, wir möchten gerne in die Wohnung. Sollst du mal die Wohnung sehen, wie die Mutter lebt bei euch, Roy? Roy, freust du dich denn, deine Schwester zu sehen? War das ein Ja oder war das ein Nein? So einfach ist es also, aus einem Nein ein Ja zu machen. Hier die Szene noch einmal in verkürzter Form. Das ist die RTL-Sendung. Jenny und ich, wir möchten gerne in die Wohnung. Sollst du mal die Wohnung sehen, wie die Mutter lebt bei euch, Roy? War das ein Ja oder war das ein Nein? Das ist das Originalmaterial. Roy, freust du dich denn, deine Schwester zu sehen? War das ein Ja oder war das ein Nein? Roys Wille, nicht in der Wohnung zu filmen, wird ebenfalls ignoriert. Noch ein Ausschnitt aus dem Material, das Bild zugespielt wurde. Ich komm rein. Ja, wir stinken das hier. Vera nimmt mit ihrem Team keine Rücksicht. Zum Teil wird mit versteckter Kamera gefilmt. Außerdem holt ein Mitglied des Produktionsteams den Kameramann in die Wohnung. Und diese Szenen wurden bei RTL ausgestrahlt. Der Zustand der gerade einmal vor 6 Wochen bezogenen Behausung ist erbärmlich. Müll und Unrat überall. Eine hygienische Vollkatastrophe. Der Bettbezug, wie lange ist der drauf? Der ist schon so lange drauf, wo er noch im Mingwitz gelebt hat. Was RTL nicht zeigt, ist diese Passage. Ihr wollt schon eine Minute. Würdest du dich jetzt mal eine Minute mit mir unterhalten? Eine Minute. Aber unter 4 Augen. Ja, wir sind ja unter 4 Augen. Na, okay, dann die Andrea bleibt aber drin, aus Sicherheitsgründen. Geh du mal kurz in die Ecke. Raus! Kamera ist doch draußen. Da hält aber gerade hier drin, hä? Ja, jetzt entspann dich mal ein bisschen. Als dem überforderten Sohn alles zu viel wird, rennt er davon. Vera und ihr Team verfolgen ihn. Hinterher, Leute, kommt, bewegt euch, hopp. Bewegt euch, hopp. RTL erklärt gegenüber Bild, die Mutter von Roy sei mit den Dreharbeiten einverstanden gewesen. Jetzt werden sich einige fragen, Mensch, warum der Titel, warum soll sich denn jetzt Vera an wen schämen? Das ist doch generell so im Fernsehen, sie ist doch nur die Moderatorin. Dass die da aber schon relativ viel zu sagen hat und generell auch ja die Fäden dort gezogen hat in den Shows und das auch vollkommen legitim fand, wie sie zum Teil auch mit den Leuten dort umgegangen ist in den Shows, das hat sie in einem Podcast auch nochmal gesagt und den habe ich mir jetzt komplett angesehen. Der ist noch ganz neu aus dem Mai und der ist von der Fernsehschatztruhe. Und das verlinke ich euch unten auch. Das kam auch bei Massengeschmack TV in dem Video vor und ich fand das grandios, dass ich mir das Ganze nochmal angehört habe und dann auch nochmal ganz klar jetzt sagen konnte, Mensch, die muss sich echt schämen, denn die hat das einfach auch mit voller Absicht gemacht. Und dass die sich da überhaupt nicht, im Ansatz für schämt, was die da teilweise fabriziert hat und dass die dort die Leute auch vorgeführt haben. Das wurde dann für sie als kultig hingestellt und so hat man ja auch der ganzen Sendung einen Wiedererkennungswert gegeben, sicherlich. Aber man hat die Leute auch sehr ins Lächerliche gezogen und dass das vielleicht auch für Leute, die es schon sowieso schon nicht so leicht haben, dann sehr, sehr kritisch
am Ende ist oder laufen kann, ist dann halt auch so ein Ding, wo ich sage, ich kann das nicht nachvollziehen, dass die sich da immer noch im Recht fühlt. Ja, auch nach der Böhmermann-Geschichte, das kam leider Gottes dann in dem Podcast nicht so richtig vor. Ja, da hätte ich mir jetzt irgendwie auch ein paar kritischere Fragen gewünscht, aber vielleicht war das auch vorher so abgemacht, dass da jetzt nicht so sehr ins Detail gefragt wird. Es ist aber nun mal leider Gottes Fakt, dass RTL und auch sie als Moderatorin und auch als Produzentin im Fernsehen schon sehr genau weiß, was man dort macht und wie man dort die Fäden auch ziehen kann und wie man auch Leute ins Lächerliche ziehen kann, beziehungsweise wie man auch die Leute dann noch lächerlicher darstellen kann als so schon und wie man sich auch ganz gerne mal was zurechtschneiden kann, wie man es jetzt auch bei der Bild gesehen hat, die das 2011 bereits geleakt haben. Also in den 10 Jahren hat sich nicht viel getan, es ist alles noch extremer geworden und ich denke, dort geht die Reise auch langsam, aber sicher hin, dass es immer noch extremer wird. Man merkt das ja auch bei den ganzen Reality-Shows, dass die Leute dort für Insta-Follower alles machen und am ersten Abend sich den Erstbesten suchen und dann schon rumvögeln, wie zum Beispiel bei Ex on the Beach oder Temptation Island, wo es immer extremer wird. Ja, das wird immer mehr auch aus den USA adaptiert, wo es auch teilweise dann schon an den ersten Abenden rund geht und man sich fragt, Mensch, das ist doch hier alles gefilmt und ist doch klar, dass das nicht so gut ankommt, beziehungsweise für Kontroversen sorgt. Aber das scheint den Leuten dann vielleicht auch vollkommen egal zu sein, um noch mehr Follower zu bekommen, um mehr Screentime zu bekommen, was ja ganz wichtig ist. Denn wenn man weiß, okay, man ist eine schwierige Person oder man geht jetzt am ersten Abend mit irgendjemand ins Bett, dann weiß man, hat man Gesprächsstoff bei Leuten ausgelöst. Und das ist für viele wahrscheinlich mittlerweile schon das Nonplusultra. Für ein paar Insta-Follower und für die Karriere als Influencer macht man anscheinend alles mittlerweile und das ist dann schon ein wenig traurig. Und ja, auch nochmal ein paar Schlussworte an Vera in Wien. Wie gesagt, ich bin mit ihr auch groß geworden, mit ihren Shows. Ob es jetzt Vera am Mittag war oder auch Schwiegertochter gesucht, habe ich immer mal gesehen und wird vielleicht hier auch immer mal Thema sein, weil ich das dann vielleicht kritisiere oder weil ich dann vielleicht auch was lustig finde, was da abging. Aber es ist dann trotzdem irgendwie schon sehr fragwürdig und da müssen wir uns alle auch ein bisschen hinterfragen, die sich den Blödsinn angucken. Denn am Ende werden ja Leute bloßgestellt, die es sowieso schon nicht so leicht haben. Und da sollte man dann vielleicht schon drüber nachdenken, gerade wenn es dann auch Leute sind, die vielleicht offensichtlich auch eine geistige Einschränkung haben oder vielleicht sogar eine Behinderung. Und die dann vorzuführen, das ist wirklich richtig ekelhaft und da sollte sich Vera an wen als Schirmherrin oder als Gesicht der Show auch für schämen. Das sind jetzt nochmal meine Schlussworte. Wenn ihr der gleichen Meinung seid, lasst gerne ein Like da oder auch ein Abo. Ich würde mich sehr freuen. Hier gibt es täglich neue Videos zu Trashing in Themen. Wir sehen uns dann morgen um 12 Uhr wieder. Bis dann und ciao, ciao.